Zwei Tomaten, beide sehen gut aus, aber nur eine kannst du mit wirklich gutem Gewissen essen. Das hier ist eine spanische Tomate, und Tomate Espanol Sabor Rosso. Und das hier ist eine Schweizer Tomate. Bloß welche ist besser fürs Klima? Jetzt in der Winterzeit gewinnt ganz klar die spanische Tomate, obwohl sie daher muss importiert und transportiert werden. Die Schweizer Tomaten aber, die reift in einem Gewächshaus. Das wird von Herbst bis Frühling beheizt, und das schenkt je nach Monat circa 2 bis 10 Mal mehr ein als eben der Transport von dieser spanischen Tomate. Wenn ihr also nicht könnt auf Tomaten verzichten und gleichzeitig auf euren Footprint achten wollt, kauft saisonal einheimische Tomaten oder dann eben solche aus dem Süden. Oder noch viel besser, Tipp aus der Küche, nehmt doch gerechnete oder eingemachte Tomaten. Einen guten.